Und ich begrüße dich im Stream. So, jetzt mal gucken, wie wir das hier gelöst bekommen. Wäre die einzigste Möglichkeit, so. Die Frage wäre, klar, wir können natürlich auch sagen, hier raus. Dann da rein. Eine angenehme Geschwindigkeit. Langsam, langsam. Wie weit bist du? Also Züge. Hast du schon das Krokodil? Ja, habe ich. Aber wenn du willst, kann ich das mal einsetzen. Aber das ist nicht so meine Lok, die ich wirklich mag. Dann musst du vielleicht mal heute Abend nochmal einschalten, weil wir haben auch eine Community Map. Da kannst du dir wünschen, was du willst. Das hier ist die Let's Play Welt. Das heißt, es wird dann auch noch alles auf YouTube hochgeladen. Einspurig, mal kurz überlegen. Wir mal hier. Dahin und dahin. Wir hier nochmal ein Zwischensignal machen. Down hier. Auch noch eins machen. Hier und hier. Mit 15 Waggons. Nicht schlecht. Krokodil mit 15 Waggons, sehr gut. Ich habe noch kleine Bahnhöfe gebaut, weil es für mich am Anfang logisch war, mal mit kleinen Bahnhöfen anzufangen. Die werden dann aber später sicherlich ausgebaut. Kann sein, dass wir hier die Linie versetzen. Nee, müssen wir nicht. Ja, danke schön. Aber wir können mal unsere zwei neuen Linien erstellen. Wäre einmal von. Ist es egal, welchen wir von wo losschicken. So, hier rüber. Wie gesagt, der eine fährt hier rein, der andere hier. Genau, und das wäre dann einmal lila, wäre Maschinen, nee, Werkzeug, weiß ich nicht mehr. Wer braucht was? Werkzeuge, Maschinen, okay, alles klar. Play machen. So, das sind Werkzeuge. Werkzeuge Üdorf. Das hier sind Maschinen. Wunderbar. So, die Züge. Wo haben wir denn ein Depot? Hier hätten wir eins. Ja, das und zudem macht das Krokodil ja auch plus 75. Und Salzstange, danke für ein Follow. Das ist ein Triebwagen, glaube ich, genau. Sonst haben wir noch nichts und wir sind ja noch im Jahr 1933. Mal schnell schauen. Waren aber schnelle 5 Minuten. Können wir hier mal die schnelle Dampflok einsetzen. Wir brauchen Eisenstein, nein. Die Kunststoff, Maschinen, Werkzeug, Lebensmittel, Waren. Maschinen und Werkzeuge brauchen wir. Da hauen wir mal. Mal gucken, der eine Bahnhof ist plus 80 lang. Da müssen wir drauf achten.
78 wird genau passen. Das wären dann die Werkzeuge. Ich weiß, ich hätte es auch davor schon auswählen können. Schauen wir hier mal. Werkzeuge und Maschinen. 4, 5. Hoch, 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 hoch. So, du kommst auf die Linie Maschinen. So, und du kommst auf die Linie Werkzeuge. Ja. Oh, was ist denn hier los? Das ist schon die Schnelle. Das ist schon die Schnelle, okay. Jetzt wollte ich auch noch gucken, macht die Dampflok eigentlich plus 100? Okay, die Dampflok macht plus 100. Nicht schlimm. Warum wird denn bloß von dem einen produziert? Haben wir da bloß. Haben wir da bloß eine Linie gemacht? Ein Weg. Hast keinen Weg mehr zurück. Oh. Ja, natürlich. Mein Fehler. Passt nicht. So, passt aber. Dann müsste ja dann hier auch die Produktion ansteigen. So, wie viel bringst denn du mit? Gar nicht so viel. Und da drüben müssen wir den Bahnhof anschließen. Müssen wir mal schauen. Und wahrscheinlich nur mal kurz umbauen. Ja, ich entmute mich mal. Ahoi, zusammen. Ja, hi. Ich habe gesagt, wenn ein paar Leute da sind im Test, entmute ich mich. Versuch das Kroko mal. Das ist. Was? Versuch das Kroko mal, das ist gut. Für Lasten. Kann gut sein, ja. Ja. Ja, natürlich habe ich vor, mal was mit den Flugzeugen zu machen. Aber wie gesagt, wir sind im Jahr 1933. Ich möchte erstmal noch ein bisschen Geld reinschippen. Aber ich habe es ja gerade schon ein bisschen erzählt, das Kroko ist mir einfach zu langsam. Und ich leck wahrscheinlich wieder im TS. Oder? Absolut. So gut. Ja. Das war gestern nicht so komisch. Hier noch irgendwie eine X-Weiche reinkriegen. Irgendwie ist mir egal. Bau nicht möglich, ja, du mich auch. Bau nicht möglich. Ist ganz schlecht. Lassen wir mal kurz abreißen. So machen. Einmal so. Dann so. Steigung zu groß. Watten aus sonst. Was auch sonst, ja, möchte ich nur mal kurz so sagen. Da müssen wir die nochmal ziehen. Das geht nicht. Machen wir es nochmal so. Also jetzt nicht wundern, das ist die Let's Play-Welt. Jo, steht ja auch im Titel. Nicht wundern.
schon zu groß, Mann. Achso, das ist nicht die Karte von gestern? Nein, das ist nicht die Karte von gestern. Habe ich extra nicht gemacht. Die wird wahrscheinlich heute Abend kommen. Okay. Gegen wie viel Uhr so? So, das kann ich dir noch nicht sagen. Weil ich muss ja morgen wieder arbeiten. Das heißt, ich kann ja nicht so lang. Ja. Das gibt's denn nicht. Ich halte mich hier, was weiß ich, wie lang an dieser Weiche hier auf. Da war sie gerade. Echt? Mein Schuh. Bei mir nicht. Ich hab, bei mir habe ich ja, glaube ich, immer gesehen. Achso, nee, ich sehe auch nach 30 Sekunden zu spät. Ja, aber Krümmung, da steht mir immer Steigung zu groß. Da, siehst du? Den Bug. Auch nicht möglich. Mann, ey. Also da müssen sie echt noch was machen. Ey, du musst vielleicht ein Stück Straße erstmal abreißen. Ja, aber ich möchte das da reinkriegen. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. So, nochmal. Versuch 2. Ein Witz ist immer noch. Boah. Also da müssen die unbedingt noch was dran ändern. Nein, jetzt ist das nicht ein Gleichstück in einem durch. Das ist ja unterbrochen mit verschiedenen Stücken. Ja, das habe ich doch extra schon so gemacht vorhin. Was meckert er denn jetzt schon wieder? Ja, die Züge haben ja keine Verbindung. Ich weiß, deshalb ist ja auch auf Pause. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich den Bahnhof abgerissen. Ach du Scheiße. Gut, dass ich das noch nicht gesehen habe. Der Bahnhof ist weg. Die Mauer muss weg. Scheiße doch nicht ihn. Aber der passt. Das ist ja das Gute, dass bei Transportfieber das wieder einrastet. Das ist gut. Schrecken überlebt. So, jetzt ziehe ich das Ganze also nochmal. Twitch hat einen. So, Oberleitung nein. So. Nochmal. Versuch 2 Millionen. Steigung zu groß. Ey, Also ich hätte ja mit meinen Train-Fever-Erfahrungen einfach dieses Stück gebeugte Straße abgerissen und dann erstmal die Gleise gezogen und dann die Straße durch dieses ganze Gleisbett durch. Wenn das nicht geht, hätte ich eine Brücke oder einen Tunnel gebaut. Ich möchte aber die zwei Bahnübergänge so. Okay. Hier, Steigung zu groß, auch wenn beide Bahnübergänge weg ist. Ah, oh, Bahnübergang wechseln. Vielleicht auch mal das Grundstück vielleicht planieren. Aber ich schätze mal, dass einfach mal, dass die Gleise komplett einmal von links und rechts mal ganz neu gezogen werden müssen. Ohne dass da die ganzen Zwischenstücke drin sind, die du jetzt da schon so reingehauen hast. Aber das ging. Das ging in Trendfever besser, muss ich ehrlich sagen. Genau. Und dann will ich das schön glätten. Ja, jetzt geht's, wo ich das komplett gemacht habe. Ziehen wir mal die Straße rüber. Jetzt ziehen wir mal die Straße rüber. Okay, hier geht's. Das ist die kleine. Ja, weil das Gleisbett zu doll segmentiert wurde, also jedes einzelne Schienen. Weil Train Fever noch extremer. Ja. Gut, haben wir jetzt endlich gelöst. Mein Gott. Sehr schön. So, keine Warnungen mehr, freut mich.